die Reiter sind jetzt aufmarschiert, bleiben so nebeneinander stehen und wir werden jetzt einfach mal schießen und gucken, ob sie dort auch alle bleiben, so wie sie sollten. Polizeipferde müssen viel aushalten. Schüsse zum Beispiel. Auf dem Übungsplatz werden die Tiere auf ihren polizeilichen Alltag vorbereitet. Sie sichern Fußballspiele ab, Demonstrationen oder Castortransporte. Einsätze, die manchmal gefährlich werden können. Und dafür müssen die Pferde vorbereitet werden. Calarambo ist neu bei der Polizeireiterstaffel und muss noch viel lernen. Also hier haben wir den Calarambo, heißt er. Der ist 4 Jahre alt und befindet sich jetzt hier in der Ausbildung. Die Ausbildung wird zwischen einem halben Jahr und einem Jahr betragen. Ja, so lange werden wir jetzt ein Team sein. Und hoffentlich danach noch ein bisschen länger. Bei der Ausbildung wird nicht nur geschossen. Die Polizeipferde im Spiel lernen, mit Dingen umzugehen, die für sie ungewohnt sind. Regenschirme, Kinderwagen, Fahrräder. Und sie trainieren, über Plastikflaschen zu laufen. So, wir werden jetzt innerhalb der ganz normalen Arbeit mit den Jungpferden, innerhalb dieser Gewöhnung, einfach mal einen Feuerwerkskörper zünden. Nur diesen einen, damit die Pferde einfach nur mal kurz aufhorchen. Und dann geht es mit der ganz normalen Arbeit weiter. Genau, Pferde loben und weiterreiten. Dadurch, dass wir einen erhöhten Sitz haben, können wir ja wesentlich weiter gucken als jeder, der in seinem Auto sitzt oder Streife läuft. Bei Fußballspielen hat man früher gesagt, bis zu 10 Mann ersetzt ein Pferd. Und wer mal so 5 bis 10 Pferde im Trab auf sich hat zu kommen sehen, der weiß, das macht schon mächtig Eindruck. In der Vergangenheit haben Polizeipferde schon so manche gefährliche Situation durch bloße Präsenz entschärft. Manchmal wird die Staatsmacht tierisch sympathisch und setzt sich aufs Pferd. Reiten mal anders.